Servus meine Imkerfreunde, Viecher, Dattnebe, Stockmeißel und ein bisschen für die Angstmenschen unter euch, so wie mich. Schutzkleidung, jetzt geht's auf zum Imkern. Ja, den Kasten möchten wir jetzt in die Heimat holen. Und ja, bleibt dran. Natürlich habe ich jetzt auch einen anderen Platz ausgesucht. Den habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber egal. Wenn ihr spontan einen Kasten kriegen solltet, einfach ein bisschen das Grünzeug weg. Das Wichtigste ist dann, dass ihr den gleich aufmacht, nicht zu lange wartet. Erst dann den Spanngurt weg, den Deckel drauf. Ich lasse euch jetzt ein wenig alleine. Ihr könnt jetzt mal zuschauen, wie die Bienen rauskommen und normalerweise sollten sie jetzt rückwärts wegfliegen. Und zwar schauen die sich erst um, wo sie sind, dass sie auch den Kasten wieder finden. Und zwar ist es wie bei euch, wenn ihr irgendwo in Urlaub hinfährt, dann schaut er erst, wenn er die Augen verbunden habt, ihr kommt in ein Zimmer rein, kriegt dann einen Haustürschlüssel. Dann geht er auch erst hin, wenn er rausgeht, schaut euch die Hausnummer an, den Schlüssel, das Gebäude. Wenn er fortgeht, dass er dann auch wieder da an derselben Stelle ankommt. Aber so wie es ausschaut, wollen die Mädels jetzt gar nicht. Ja, dann lassen wir sie halt in Ruhe. Ja, dann müsst ihr halt noch mit einem anderen Kasten vorlieb nehmen. Also wenn ihr es jetzt erkennen könnt, die fliegen rückwärts weg. Ihr seht es ja da oben, die fliegen ein bisschen hin und her, schauen sich ein wenig um und dann schauen sie die Gegend an, wo Wasser ist eventuell, ja, und so weiter. Also heute kümmern wir uns darum, was jetzt ist mit unserem Zwei-Königinnen-System. Normalerweise müssten sie jetzt schon eine abgestochen haben, die Bienen. Der Kasten entscheidet sich dann immer für die stärkere Königin. Aber jetzt schauen wir ganz einfach mal rein. Und ja, vielleicht haben wir Glück. Wenn noch zwei drin sind, dann teilen wir. Und wenn nicht, dann haben wir einen großen, schönen Kasten. Ja, ihr kennt den Herbert. Der Herbert hat natürlich noch nicht reingeschaut. Also bin ich jetzt auch mal so gespannt wie ihr, wie die Sachlage so ausschaut. Ganz oben haben wir den Honigraum drin, wobei das kann man da auch nicht so sagen, weil ich habe bloß ein Absperrgitter und deswegen kann natürlich sein, dass die obere Königin auch ganz oben drin ist. Wir haben jetzt 8 Uhr, gestern haben wir ihn hergefahren, das heißt, es kann natürlich auch passieren, dass das schon noch zu bald ist, da reinzuschauen. Aber ich denke mal, dass die Bienen hoffentlich dann sich da schon an den neuen Platz eingewöhnt haben. Also wir haben auf jeden Fall oben noch die Königin drin. Finde ich jetzt super. Auf jeden Fall möchte ich das ganze Zeug wegsetzen.
Hier haben wir Brut drin. Ich werde natürlich hier noch mehr Brutwaben von unten reinhängen, dass, weil die Flugbienen ja da hier zurückkehren. Ich fahre den auch auf keinen anderen Stand mehr weg. Ja, futtermäßig schaut es ganz schlecht aus. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Futterzugabe machen. Und das ziemlich flott. Ja, jetzt schauen wir mal in den unteren Bereich rein. Also es sind noch zwei Königinnen drin. Das ist super, das heißt, wir haben jetzt wieder zwei Kästen. Die was jetzt natürlich auch eingefüttert werden wollen, ist ganz klar. Und ich sehe jetzt auch keine Brut unten weg, sondern ich versuche bloß die Jungbienen umzuhängen. Ja, wir haben zwar jetzt noch drei Honigwaben drin, aber die möchten wir ja dann fürs Honigschleudern eben benutzen. Das heißt, ich kehre die ganz einfach ab. Und hänge die bei den anderen Kästen mit dazu. Und lasse die Bienen ganz einfach vorne reinlaufen. Somit können wir den Kasten stärken und es sind ja auch dieselben Bienen. Also da kann jetzt auch nichts passieren, da braucht er keine Bedenken haben. Die laufen jetzt da rein, erkennen ja auch, wie gesagt, dieselbe Königin und dann ist das Akadima. Und da hängt man jetzt ganz einfach den, oder stellen wir den Kasten oben drauf und ja, und schon haben wir wieder einen zum Einfüttern. Der was etwas mehr Bienenmasse hat und die Flugbienen, wie gesagt, die anderen können ja dann wieder auch zu den anderen Kasten zurück und somit sind die dann hoffentlich gleich stark. Und der wird dann noch eingefüttert heute. Natürlich fraglich, ob ihr das jetzt noch mit dran zum Sehen bekommt wegen der Filmlänge. Ja, meine Freunde, auch der Freistand kommt jetzt wieder in die Heimat. Und zwar bereite ich das jetzt ein bisschen vor. Ich schaue einmal durch, setze die Spanngurte rum. Ja, wie gesagt, Schleudervorbereitung. Die kommen jetzt schon in die Heimat, schwer sind sie nicht. Heute Abend hole ich sie ab. Danach ist eine ganze Sache, ich habe ein Stativ vergessen. Aber egal, wenn was ist, hole ich euch dazu. Ansonsten, wie gehabt, ja, weil die Spanngurte oder so, da wird mir schon was einfallen, dass ihr noch einen Blick mit Linsen könnt. Also, bis dann. Ja, ich muss sagen, vom Wetter her, brausen schon ganz schön, extrem heiß. Ja, Imkeranzug genauso, fängt man schon das Leiden an. Viel trinken, also die ersten 3 Liter habe ich heute schon indus. Ja, Spanngurte sind oben. Jetzt ratsche ich das Zeug fest und heute Abend holen wir es in die Heimat. Ja, danke nochmal an den Sponsor für die Gute. Ich glaube, das war das schlechte Gewissen, weil die Bienenkästen hat er immer noch nicht gemacht, aber zumindest war ich Spanngurte gesponsert. Echt super, Thomas. Ja, der Vorteil noch einmal. Von diesem Spanngurt ist, dass ich wieder mal nichts sehe vor der Kamera und dass ich das erst einmal ein bisschen gestalten muss, aber da müsst ihr halt jetzt einfach ein bisschen durch. So. Und zwar, ich habe jetzt hier einen schönen Kantenschutz, wenn er auf, ja, und was ihr hier habt, das ist ein einziger Gurt, rundum Gurt ohne Haken, ihr könnt da kein Teil verlieren, das ist ein Drum. Passt super zusammen, passt genau wie ihr seht für 3 Kästen. Normalerweise, wenn man wandert, hat man plus 2. Ihr seid der Herbert. Und holt dann die
ein Fünftel Honigkästen wieder zurück. Also ich sag mal dann bis heute Abend. Servus. Da wird es interessant, wie wir die Bienen reinbringen, weil Rauch hat der Herber natürlich keinen dabei. So habe ich mir das eigentlich vorgestellt. So muss das sein. Oder wie da. Aber nicht wie hier. Aber das ist ein ziemlich starker Kasten. Mal schauen, wie wir das Ganze jetzt handhaben werden. Also ich werde jetzt erst einmal hier ein bisschen leeren. In so einen Schaumstoff reinklemmen und dann holen wir die Teile in die Heimat. Es kommen natürlich immer noch Flugbienen zurück, aber so sieht es jetzt aus, wenn ihr den Schaumstoff drin habt. Das ist eigentlich eine schöne, schnelle Sache. Da hat es jetzt auch halbwegs gut geklappt. Ihr braucht dementsprechend den Atem reinpusten, ein bisschen reinschieben, dann bringt ihr die schon rein. Ja, jetzt wie gesagt kommt das Aufladen. Und dann sind sie wieder in der Heimat verstaut und dann kann dann das Abschleudern dann losgehen. Ja, da haben wir jetzt ein wenig eine schönere Einstellung. Ja, ich kann den Motor ausmachen. Aber vielleicht muss ich noch mal verfahren. Aber naja, ich denke eher nicht. Aber egal. Ja, ich werde jetzt wieder alle hingestellt. Jetzt ist Feierabend, es fällt noch ein Deckel, das heißt, ich muss mal neun schnitzen. Ja, schaut wieder gut aus, da hat man schon ganz andere Zeiten erlebt. Da war der Gen in die Leere, da hat er nichts gesummt und jetzt jammert der Herbert, weil er es vererbt hat. Aber egal, morgen ist auch ein Tag, jetzt bin ich wieder ja, knappe 14 Stunden da. Jetzt ist halt einfach mal Feierabend. Gut, Kästen sind da, vorbereitet zum Schleudern haben wir. Was jetzt noch fehlt, ist wie gesagt ein Deckel und Schleuderraum vorbereiten. Und in zwei Tagen ist es dann soweit. Dann ist wieder Abschleuder-Honig in Zeit.